Hey Leute und herzlich willkommen zu meiner Setup-Tour. Ich zeige euch ein paar meiner Komponenten, die momentan auf meinem Schreibtisch stehen. Und wir fangen an mit meiner Maus. Es ist die Razer DeathAdder Chroma. Ich bin sehr zufrieden damit, gerade für große Hände ist sie ziemlich gut. Und auch für alle Spiele komme ich relativ gut zurecht und ich bin echt zufrieden mit der. Kann natürlich RGB leuchten und hat leider eine Schnur. Na gut, finde ich jetzt ist kein allzu großer Nachteil. Als nächstes werde ich mir wahrscheinlich keine neue Maus kaufen. Aber vielleicht eine neue Tastatur, nämlich eine RGB-Tastatur von Logitech vermutlich. Ich finde persönlich meine ist ziemlich gut. Also ich bin ziemlich zufrieden, nicht wundern, dass die ein bisschen nass ist. Ich habe die erst sauber gemacht. Und ja, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, weil, ich weiß nicht, die sind ein bisschen langweilig. Und ich werde mir wahrscheinlich die von Logitech holen, weil die von Razer, die RGB-Tastatur, ist mir ein bisschen überteuert. Das hier ist mein gutes altes Headset, das ich 3 Jahre lang für YouTube jetzt hatte und auch zum Teil noch fürs Livestream nutze, bin ich sehr, 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 sehr zufrieden. Natürlich von den Produkten sind alle Links in der Videobeschreibung und da war auch mein Mikro dran und ich bin Bombe zufrieden. Jetzt habe ich für solche Videos hier zum Beispiel das Rode NT1A mit so einer extra Seitenhalterung und ich bin echt zufrieden mit der Qualität, die ist echt nice. Wenn man jetzt noch wüsste, also wenn ich wüsste, wie man die Audiospur richtig nachbearbeitet, dann könnte man richtig geilen Sound machen, aber bis jetzt hatte ich keine Zeit dafür. So, dazu habe ich dieses Steinberg-Dingens, weil man das braucht. Also das ist kein Mischpult, aber so ein Audio-Interface und das habe ich einfach fürs Mikro gebraucht. Und das Rode NT1A bin ich sehr, sehr zufrieden. Und kommen wir zu meinem Bildschirm, das ist ein Full HD. Bildschirm natürlich mit 60 Frames nur, bin ich echt zufrieden gewesen, damit zocke ich immer noch, zum Beispiel Minecraft, wenn ich aufnehme oder CSGO, stretched und ja, mein persönliches Highlight mit unter anderem ist mein 4K Bildschirm, ich bin sehr zufrieden mit ihm, es ist zwar alles ein bisschen klein, aber teilweise ist es richtig geil, damit zu zocken, zum Beispiel Overwatch, viele fragen mich auch immer, ja, brauchst du das überhaupt oder so? Weil gleich kommen wir auch zu meiner Grafikkarte. Und man sieht hier schon, die Auflösung ist ziemlich nice, muss man einfach mal sagen. Viele sagen immer, brauchst du das für Minecraft oder so? Aber ich muss sagen, Minecraft zocke ich gar nicht mehr offline. Von daher ist es nicht so bedeutsam mehr und es ist eher für die Zukunft gedacht, falls ich noch andere Spiele spiele und anteste und bla bla bla. So. Also, der Bildschirm. Leider nur 60 Frames. Ich glaube, 4K und 144 Frames gibt es kaum und ich persönlich achte es nicht allzu für sinnvoll. Einen Stuhl habe ich, keinen unbedingt Gaming-Stuhl, aber schon einen ordentlichen, coolen. Ich müsste mal mir einen Teppich unten hinlegen, weil ich immer so ein bisschen rumrutsche. Mal schauen, was ich da mache. Und dann kommen wir noch zu meinem PC. Ich denke, das Ganze kennen schon die meisten. Halt 16 GB RAM und meine neue Grafikkarte, die GTX 1070. Eben nicht für Minecraft, sondern für alle anderen Spiele gedacht. Sowas wie Overwatch, was ich übel suchte. Ich bin schon Level 60, glaube ich, bald. Und naja, ziemlich geil. Ich hoffe, die kleine Setup-Tour hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr vielleicht mal eine Room-Tour wollt, obwohl ich das eher nicht bringe. Lasst einen Daumen nach oben da und ciao.